Es ist ein absolutes Novum. Mercedes präsentiert den neuen CLA nicht in Detroit auf der Automesse, sondern in Las Vegas auf der Consumer Electronics Show. Das Auto wird also immer mehr zum Technik-Feature. Der neue CLA wird außen weiter ein viertüriges Coupé bleiben und möglichst sexy in Blech gekleidet. An Bord ist die komplette A-Klasse-Technik samt intelligentem Bediensystem und superschlauer Sprachsteuerung. Alles, was beim Vorgänger für Tadel sorgte, will Mercedes beim neuen besser machen. Zum Beispiel das Platzangebot im Fond. Dank neuer Hinterachse sollen Passagiere auf den Plätzen 3 und 4 besser sitzen. Zudem fällt die Dachlinie nicht mehr ganz so steil ab. Der Fahrer blickt auf das längste iPad in einem Kompaktwagen, hat je nach Ausstattung zwei 7-Zoll-Displays oder zwei 10,25-Zoll-Screens vor Augen. Bei den Motoren reicht ein Blick in die Preisliste der A-Klasse. Wir rechnen mit dem 1,33 Liter Benziner und 163 PS, dem 224 PS Benziner mit 2 Litern Hubraum und dem 1,5 Liter Diesel mit 116 PS. Sicher wird auch der 35er AMG-Motor mit 306 PS in den CLA kommen. Die Preise starten wohl ab 35.000 Euro.